Dass euch das Taxi in GTA 5 egal wohin hinbringt oder ihr den besten Service eures Lebens mit dem Taxifahrer haben werdet. Und Freunde, leider bringt euch das Taxi nicht zur Insel, aber relativ nah ran. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass euer ganzes Geld im Taxi verloren geht, wird die Fahrt komplett abgebrochen und ihr könnt keine weitere Taxifahrt buchen. Ob das Ganze stimmt, Freunde, testen wir, und nein, Freunde, es stimmt nicht. Denn die Fahrt wird vollendet und abgerechnet wird erst am Ende. Und ihr seht's, Freunde, ich habe Sterne bekommen. Es gibt in GTA 5 Taxifahrer, die ihren Führerschein gekauft haben und euch versuchen umzubringen. Ihr glaubt mir nicht, Freunde, dann geht mal um 3 Uhr nachts an folgende Location hin und fahrt einfach mal ein bisschen. Und ihr werdet feststellen, dass dieser Taxifahrer wirklich creepy ist und einen Unfall baut. Doch wenn ihr in einem Taxi Sterne bekommt, dann werdet ihr rausgeworfen. Och Mann, ich dachte, der fährt uns weiter und ist unser Bodyguard. Dafür könnt ihr aber in North Yankton ganz einfach ein Taxi rufen und es wird euch zurück nach Los Santos bringen. Ob das Ganze funktioniert? Nein, leider nicht. Aber wusstest du,